Du Hurensohn! Jo, ich schwöre, ich wollte das nicht machen, ne, aber ey, ihr seht, die lassen mir keine andere Wahl mit ihrem Kevin-Getue. Big Babas Haus präsentiert. Ich heiße euch herzlich willkommen zu den Coty Award 2022 Nominierungen. Ich bin euer Host with the most smoke, Baba Man, the one and only für Big Babas Haus in deinem Saal. Wie ihr vielleicht wisst, dokumentieren wir in unserer Reihe Karen Goes Wild den fortschreitenden Karenismus in Deutschland. Karen, are you okay? I don't understand what happened. Can you explain to me calmly? No, because you're attacking me right now. I'm not attacking you. Für den Coty Karen of the Year Award 2022 nominiere ich Katja Diehl. Sie ist eine Autorin, die viel Bullshit tweetet. Ich nominiere sie wegen White Feminism, dass sie so tut, als sei sie unprivilegiert und es schwerer hätte als unter anderem auch nicht weiße Frauen und Männer. Und wegen dem Overuse des Wortes Privileg. Now sit your ass down, we're talking about Karen. Egal worum es geht, es muss nichts mit Privilegien zu tun haben. Wenn du nicht derselben Meinung wie Katja bist, dann sollst du deine Privilegien checken. You serious? Das ist ihr Totschlagargument. Sie hat daraus eine Keule gemacht, wie ihr hier sehr schön sehen könnt. Ich nehme jetzt die Keule. Katja Diehl ist eine weiße Frau und gehört damit zu der zweitprivilegiertesten Personengruppe in Deutschland. Nach weißen Männern kommen weiße Frauen. Zudem ist sie gutgestellt, aka Rich Kid. Aber auf Twitter war Reichtum ja noch nie ein Privileg. White women swung their Gucci-booted feet over the fence of oppression and stuck themselves at the front of the line. I don't know how they did it. I've never heard so much complaining in my life from white women. My name is so hard with my SUV and my heated seats. You have no idea what it's like to be me. Trash and white guys. The nerve, where's the camera? The nerve of you white women. Die Privilegien, die ich ihr gegenüber habe, sind theoretisch. Lasst es mich erklären, womit wir auch beim White Feminism wären. Was ist White Feminism, höre ich niemanden fragen. Weißer Feminismus ist Feminismus aus der Sicht von weißen Frauen für weiße Frauen. Women of Color, nicht weiße Frauen, werden hierbei nicht berücksichtigt. Weißer Feminismus ist daher rassistisch, weil weiße Frauen höher gestellt werden als nicht weiße Frauen und nicht weiße Menschen generell. White women do not own feminism. Wenn Katja und eine Person of Color irgendwas suchen, sei es Arbeit oder eine Wohnung, wer hat es schwerer? Katja oder die nicht weiße Person? Katja meint, sie hätte es schwerer, weil sie allen anderen ja immer wieder sagt, dass die ihre Privilegien checken sollen. Jeder ist privilegiert außer Katja. Gibt es sowas wie Female Profiling? Wird Katja von den Bullen angehalten und misshandelt, weil sie eine weiße Frau ist? Nein? Aber was ist mit dem Pay Gap? Katja verdient für dieselbe Arbeit weniger als ein weißer Mann. Ein nicht weißer Mann hat es 10-mal so schwer wie Katja an einen Job zu kommen. Eine Minderheitenquote gibt es so auch nicht. Katja verdient weniger als ein weißer Mann für dieselbe Arbeit, aber egal wie viel Katja verdient, es ist immer mehr als gar nichts zu verdienen. No way! Da Katja der Meinung ist, jedem, unter anderem auch nicht weißen Menschen zu sagen, sie sollen ihre Privilegien checken und das allgemeine Overusen des Wortes Privilegien, obwohl sie genau das ist, also privilegiert, ist Katja Diehl für den Coty Karen of the Year Award 2022 nominiert. You are welcome, Karen. It was all in good fun.
and I certainly hope I didn't hurt anybody's feelings. If I did, wer wird Karen of the Year 2022? Stay tuned. Peace out. Get her! Bastard! Wu-Tang!